Karl-Heinz Kressle, echter einheimischer Taxifahrer, kennt Heilbronn wie die berühmte Westentasche eigentlich. Doch schon seit Monaten erlebt er täglich neue Überraschungen. Das ist völlig Chaos schon wieder heute früh. Du weißt jetzt nicht, kannst du jetzt auf der Spur gerade ausfahren oder musst du rüber wieder. Das ist tagtäglich anders. Für uns geht Kressle einmal mehr auf Baustellenrundfahrt. Sie wollten jetzt nach rechts abbiegen, ja, eigentlich. In die Allee. Doch was will uns dieses Schild sagen? Rechts darf ich nicht, geradeaus darf ich nicht. Unlogisch. Normal dürften Sie ja geradeaus fahren oder rechts, aber das ist ja durchgestrichen. Darfen Sie nur links abbiegen. Wenn wir jetzt links abbiegen müssen, hat die Konsequenz, dass Sie vom Fahrpreis mehr bezahlen müssen. Also ich sag mal, würde so 3 bis 4 Euro mehr kosten. 1 Kilometer bis zum Wendepunkt, aber hat der kundige Taxifahrer da wirklich recht? Es war mal früher wohl geradeaus und rechts, aber das links. Und das ist jetzt ungültig, aber was dann? Keine Ahnung. Ich verstehe sowieso nicht, warum jetzt die meisten Leute hier durchfahren, wenn das gestrichen ist. Ne? Welche Richtung darf ich jetzt fahren hier an der Kreuzung? Rein theoretisch nach hinten und nach links. Weil wenn man nach rechts und nach vorne nicht fahren darf, dann nach links und nach hinten. Mhm. Und hier ist die Lösung. Das Gebot rechts abbiegen und geradeaus fahren ist aufgehoben. Das bedeutet, es sind alle Fahrbeziehungen erlaubt. Sie dürfen rechts abbiegen, geradeaus fahren und links abbiegen. Sie soll mal schön werden, Heilbronns Innenstadt. Wobei, hier waren die Bauarbeiten doch gerade erst beendet. Die Anlieger wundert nichts mehr. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird schon wieder irgendeinen Grund haben, dass was 10 cm zu hoch oder zu tief oder es auf der falschen Seite liegt, garantiert. Jedenfalls frisch, zu und schon wieder aufgebaut. Ja, natürlich, das ist doch die Devise. Kaum ist es zu, ist es auf. Das ist ja, war schon immer so. Unterdessen steht Taxifahrer Karl-Heinz Kressle vor dem nächsten optischen Rätsel. Normalerweise dürfen LKWs hier nicht durchfahren. Jetzt ist es durchgestellt, jetzt dürfen sie fahren. Aber manchmal ist es auch schon so gewesen, dass die LKW-Fahrer da standen vor dem Schild, weil sie es vorher nicht gesehen haben. Wenn die Baustelle zu eng ist, kommt er dann nicht mehr rum und dann müssen sie den rückwärts rauslotsen oder wie auch immer. Auch wenn es verwirrend aussieht, hier hat alles seine Ordnung. Grundlage ist die Straßenverkehrsordnung und die für Heilbronn hier typischen Abänderungen. Das wird dann so festgelegt, wird angeordnet und ausgeführt. Aber was ist das? Da dürfen wir jetzt nicht durchfahren. Da steht jetzt Durchfahrt verboten. Aber da der Verkehr ja in diese Richtung rollt, müssen wir ja wohl oder übel fahren. Ja, ist lustig. Karl-Heinz Kressle nimmt's mit Fassung. Denn es warten bestimmt noch mehr Überraschungen im Baustellenchaos Heilbronn.